Leute, das war gerade richtig professionell von mir. Moin und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, sondern zu einer weiteren kleinen Folge Minecraft auf diesem Kanal. Wir spielen heute wieder eine Runde Bed Wars und ja, ich habe mir gedacht, spielen wir nochmal eine Runde. Ich spiele in letzter Zeit, wie gesagt, sehr gerne Bed Wars. Reden während Fastbush ist richtig scheiße. Ich spiele richtig gerne Fastbush. Danke, Leute, das war gerade richtig professionell von mir. Ich weiß, wenn man irgendwie redet, kann ich nicht Fastbushen. Das ist irgendwie so komplett unterschiedlicher Takt. Aber ja, schreibt mal bitte in die Kommentare, ob es euch gefällt, wenn ich Bed Wars bringe oder wenn euch das total am Arsch vorbeigeht und ihr euch sagt, nee, lass mal lieber sein. Lass das mal, das ist totaler Stuss und das ist alles scheiße und das wollen wir nicht und nee, lass mal sowas. Hoffentlich haben wir das Bett hier jetzt schon, das wäre ziemlich geil. Ja, nice. Na komm, ja, nice, und den kriegen wir auch noch. Und wird das neuer Rundenrekord? Wird das neuer Rundenrekord? Komm. Neuer Rundenrekord? Na komm. Ey, das würde ich mal einfach so hart feiern. Nice. Leute, GG auf jeden Fall. Wie lange war das? 1 Minute 16. Das war meine schnellste Runde bis jetzt. Ich hatte eine Runde 1 Minute 4, aber da hat mein Gegner gelieft. Alter, lol. 1 Minute 16 ist ziemlich geil, ich würde sagen. Wir schaffen sogar noch eine zweite. Bis gleich. Okay, jetzt geht es in die zweite Runde. Ich glaube, einer ist nochmal der gleiche wie vorhin. Ich weiß nicht, ob der andere auch der gleiche ist. Auf jeden Fall tut mir leid für meine verkackte Anmoderation, aber es ist irgendwie so, wenn ich fast bitte, dann kann ich nicht richtig reden, weil das ein unterschiedlicher Takt ist und ihr habt es gesehen, dann fliege ich runter und er hat gelieft. Der, gegen den wir vorhin gewonnen haben. Ja, er hat gelieft, nice. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, ob es euch gefällt, wenn ich jetzt ein bisschen mehr Bed Wars bringe. Einige sagen dann, es wird zu einseitig, das ist alles scheiße. Aber wie gesagt, mir macht Bed Wars zurzeit richtig Spaß. Ich habe das ein bisschen wieder für mich entdeckt. Und ich würde es cool finden, wenn es euch auch gefällt. Weil dann könnte ich es halt ein bisschen bringen. Und es macht mir halt einfach ziemlich viel Spaß. Auf jeden Fall schreibt das halt in die Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn diese Runde endlich voll ist. Wir sind jetzt wieder vollständig und dann geht es auch direkt los. Ja, der Name ist Let's Famous. BVB Gamer, dein Scheiß Ernst in der letzten Sekunde. Okay, bis gleich. Okay, jetzt geht's in den zweiten Versuch. Hoffentlich lief dir jetzt keiner kurz vor Anfang. Und ja, wir spielen jetzt, wer hat's gedacht, nochmal eine kleine Runde Bed Wars. Und okay, den Rekord von vorhin werden wir auf dieser Map ganz sicher nicht brechen können. Da kriegst du ein kurzes Eisen. Brauche ich nicht. Habe ich nicht nötig. Okay, die scheinen auf jeden Fall, glaube ich, auch ein bisschen besser zu sein. Oder ich habe zumindest schon mal jemanden gesehen, der sich baut. Oh. Ich kann nicht fast bitchen, wenn ich rede. Ich komme dann mal sowas von auf den Takt. Nice, er hat das Spiel verlassen. Och, Leute, ich liebe es. Es ist einfach. Es wäre irgendwie zu langweilig, oder? Es wäre halt irgendwie, weiß nicht. Wenn wir mal gegen zwei Gegner spielen müssten, das wäre ja echt, das ist schon unzumutbar. Da, nimm das mal. Schenke ich dir. Ich gehe weiter in die Mitte. Also das wäre echt schon unzumutbar. Der Typ ist einmal runtergefallen und schupp, schon hört er auf. So, ich höre jetzt mal kurz auf zu reden. Sonst fliege ich wieder runter. So, das war jetzt an sich total unnötig hier zu fast pitchen, aber scheiß drauf, YOLO. So, brauche ich das Zeug? Nee, ich brauche es nicht. Ich gehe einfach mal direkt weiter. Zudem, wir bauen uns hier mal ein bisschen hoch. Dann muss ich mich nicht wundstecken. So, und dann gehen wir da gleich mal rüber. So. Nein! Er ist da drüben schon am Rasieren. Ich glaube, er hat das Bett dann auch gleich. Und dann war das eine, nennen wir es so, schnelle Runde. So, zack, zack, zack. Hoffentlich kriegen wir noch irgendwas von der Party mit. Ne, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich kriegen wir davon gar nichts mit. Bitte, lass mich mitmachen. Ja. GG, den haben wir noch. Und dann hatten wir jetzt eine Runde in 2 Minuten 15. Ich wage es zu bezweifeln, aber ich glaube, wir kriegen sogar noch eine Runde hinten dran. Also, bis gleich.
Diesmal spielen wir eine Runde auf der Map Wildnis und ja, wir legen gleich mal wieder los. Wir sind Team Rot und wir haben den wieder gegen uns, der von einfach so gelieft ist. Auf jeden Fall GG an den. So, ich muss jetzt kurz aufhören zu reden. Upsala, zack. So, da haben wir alle Blöcke weg. Und dann gehen wir hier einmal wieder ran, holen uns das hier ganz kurz. Wir holen uns jetzt mal ein bisschen besseres Equip, weil er sollte es in die Mitte nehmen. Er hat es nicht in die Mitte geschafft, alles klar. Let's Famous ist außerdem aus dem Clan. Wir haben einen kleinen Clan in Anführungsstrichen gegründet. Der, ich fliege jetzt runter, wenn ich rede. Oder? Nee, ausnahmsweise nicht mal. Ich gehe nach Hause mit meinen 6 Gold. Kein Bock. Mit dem Clan können alle Fast Bitchen bzw. One stacken. Und da werden euch wahrscheinlich auch noch die ein oder anderen Aufnahmen begegnen, wenn ihr das wollt, dass ich weiter Bedwars aufnehme. Da werdet ihr noch einige und andere kennenlernen und bestimmt auch nochmal in der Aufnahme zu Gesicht bekommen. So, zack, dann kriegen wir noch genau genug von davon. Dann holen wir uns eine halbwegs gute Rüstung. Zack, zack, zack. Mehr Blöcke. Ich hatte vorhin eine Aufnahme. Die wollte ich eigentlich schnell schneiden und hochladen und so, dass das alles ganz flott fertig ist, weil das dauert ja immer eine Weile. Ich lade nämlich immer über die Nacht hoch, sodass ich quasi, ja, dann nachmittags, wenn ich von der Schule komme, noch schnell das Thumbnail mache und dann habe ich alles durch. Aber das Geile war einfach, dass ich, ja, wie soll ich sagen, alles klar, wieso springst du da so rum? Dass ich die Tonspur von demjenigen, mit dem ich aufgenommen habe, liebe Grüße an dich, nicht aufgenommen habe. Und das hat ganz einfach den Grund, dass ich das nicht wirklich hochladen kann. Weil das will ich euch nicht wirklich zumuten, dass ich da nur die Hälfte laber, so wie in der ersten Baro-Folge. Das ist ja irgendwie ein bisschen unpraktisch. Ich renne da jetzt nicht rein, weil ich esse erstmal was. Ganz kurz. Der hat jetzt auch mittlerweile ein bisschen mehr Equip. Kümmert er sich um den? Ich kümmere mich. Und er war ziemlich low. Den sollte ich bekommen. Ja. Habe ich auch bekommen. Oh, Kinder, nerv nicht. Nein! Es war auf dem. Nein! Ich hatte die Plattform nicht auf dem Hotkey. Ah, oh, scheiße. Nein. Wir lassen den auf jeden Fall keine Ruhe. Ich habe mir 2 Spitzhacken gekauft. Richtig nice von mir, auf jeden Fall. Ich bin gerade voll bei der Sache. Das Gold ignorieren wir jetzt einfach mal ganz gekonnt. Andere würden sich jetzt das Gold schnappen und es nach Hause rennen. Nee. Wir nicht. Viel zu langweilig. Er ist schon wieder drüben. Das ist ziemlich nice. Er müsste auf dem Balkon sein. Und die sind natürlich alle unten, was ich ziemlich geil finde. Er ist aber gestorben. Ja, er ist gestorben. Aber vielleicht überlebe ich es. Nee, werde ich nicht. Nein, schade. Schade. Ich hätte das Bett gehabt, hätte ich es überlebt. Ich renne jetzt ganz schnell in die Mitte. Weil das Gold da ist nicht zu vernachlässigen. Und die werden sich das, glaube ich, jetzt aufschnappen. Die kommen auf jeden Fall auch nicht auf die Idee, in die Mitte zu rennen. Puh, kümmert mich weniger. So, 12 Gold, davon kriegen wir die beste Brust. Okay, Leute, wir sollten das relativ gut hinkriegen. So, das hier hin, das da hin. Willst mich verarschen? Was soll das? Oh, jetzt kann ich hier mit meinem Bogen, abgehen. Jetzt gibt's einen Bow-Spam Creme de la Creme. Wenn ich treffen würde, ne? Boom. Bye. Alles klar, der dreht sich irgendwie immer so komisch. Ich weiß nicht, was der für ein Problem hat. Oh lol. Bye. So, da hat es der Schlag sogar mal gebracht. Da unten ist sogar noch meine Rettungsplattform. Und dich. Sollte ich da jetzt rein theoretisch relativ gut kriegen, oder? Ja. Nice, würde ich sagen. GG. Wisst ihr, was mit uns auffällt? Ich wurde noch gar nicht als Hacker beleidigt. Was ist denn das hier? Ist ja schon fast langweilig. Das war es jetzt mit dieser Runde Bed Wars. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.